Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War Ghost of Sparta. Wir haben jetzt hier in Atlantis eine ganze Menge gemacht und sind endlich beim Tor des Todes. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind damals von da links irgendwie gekommen, oder? Sind wir hier nicht mehr vorbeigekommen und es wurde gesagt, uns fehlt ein Schädel? Vollkommen egal, wir haben ihn. Können hier endlich durch. Müssten damit tatsächlich Atlantis abgeschlossen haben. In ein neues Gebiet. Die Domäne des Todes. Eine dunkle Unterwelt. Gelegen zwischen dem Land der Lebenden und dem Reich der Toten. Ein Fegefeuer. Regiert vom Totengott. Thanatos. Die Domäne des Todes. Und Ares Fesseln. Die Fesseln, die Deimos gefangen hielten. Schließen Sie zur Benutzung des Spiels. Ja, okay. Gibt hier direkt den nächsten Speicherpunkt. Finde ich immer sehr komisch, wenn es einen Speicherpunkt gibt. Man läuft 5 Meter und dann gibt es den nächsten Speicherpunkt. Aber okay. Beschweren wir uns mal nicht über zu viele Speicherpunkte. Stattdessen genießen wir mal ein Reich, in dem wir noch nicht waren. So. Mal sehen, inwiefern wir jetzt hier neue Gegner treffen werden, ob wir überhaupt neue Gegner treffen werden. Mal schauen. Na, sind wieder ihr, okay. Ist auch gut. Auch mitleben. Wie gesagt, ist ein PSP-Ableger, da muss man nicht mit so viel Vielfalt rechnen. Und es gibt schon meiner Meinung nach mehr Gegnervielfalt als im ersten God of War. Dementsprechend beschwere ich mich da kein Stück. Dann macht den platt. Ich habe von dem Spiel ja eh, wie gesagt, nicht so viel erwartet. Wegen der schlechten Metacritic-Bewertung. Ich kann es aber für ein PSP-Spiel die schlechte Metacritic-Bewertung nicht verstehen. Für ein PS3-Spiel, wenn man nur das HD-Remake bemängelt, vielleicht schon. Aber es ist halt nun mal grundsätzlich ein PSP-Spiel, was einfach nur HD aufgelegt wurde. Und deswegen verstehe ich die schlechte Metacritic-Bewertung jetzt nicht unbedingt. Vielleicht, wenn ich den zweiten und dritten Teil gespielt habe, dann kann ich es vielleicht eher nachvollziehen, wenn die wirklich viel besser sein sollten. Weg. Ach, komm schon, wie viele denn noch? Und weg jetzt aber. Mein Gott. Minotaurus kann aber auch nervig sein. Puh. Ich freue mich ehrlich gesagt schon richtig auf den dritten Teil, weil das ist ja der erste wirkliche HD-Ableger. Alle anderen 4 Teile sind ja, wie gesagt, für PS2 und PSP erschienen. Und nur in HD geremaked, beziehungsweise in HD neu aufgelegt worden für die geremastered, nicht geremaked, für die PS3. Der God of War 3 ist ja dann wirklich der erste PS3-Titel gewesen damals, Ascension. Ja, dann der zweite, der nicht so gut gewesen sein soll, ja, der schwächste God of War aller Zeiten. Eben weil die Geschichte von Kratos ja auch zumindest im griechischen Mythologie zu Ende erzählt wurde mit dem dritten Teil. Und zum Ende der PS3-Ära, der dann nochmal in God of War rausgehauen wurde, weil man wahrscheinlich dann sich hier mit dem neuen PS4 God of War viel vorgenommen hat. Und das eben sehr viel Zeit braucht, da wollten wir mit Ascension wahrscheinlich nochmal ein kleines Ding hinterherhauen. Und dementsprechend ist das qualitativ dann nicht so hochwertig geworden, das kennt man ja von vielen Spielen.
dass die zum Ende einer Konsolengeneration nochmal kurz was rausballern. Ich erinnere nur an Pokémon zum Beispiel mit Ultra Sun und Ultra Moon. Um sich jetzt nochmal genug Zeit für die Switch-Version zu nehmen, haut man zum Ende der PS3-Ära jetzt nochmal so ein, ja, Sun and Moon 2.5 raus. Nicht 2.5, sondern 1.5. Um dann eben nochmal ein zusätzliches Jahr oder vielleicht sogar zwei zusätzliche Jahre für die Switch-Version zu haben. So ähnlich läuft der, ist es hier bei God of War scheinbar auch gelaufen. Und dementsprechend, ja, ist Ascension dann wahrscheinlich nicht so das geworden, was die Fans gehofft haben. Aber God of War 3 war ja dann wirklich nochmal ein komplett vollwertiges Ding. Und da freue ich mich richtig drauf, weil das ist ja unter Fans, glaube ich, sogar zusammen mit dem ersten und dem zweiten Teil halt wirklich ein absolutes Highlight. Und sollte ja dementsprechend auch technisch nochmal ein richtiger Fortschritt zu allen anderen sein. Und da mir diese Teile hier alle schon sehr gut gefallen, will ich gar nicht wissen, was da noch alles auf mich zukommt. Vor allem, weil wir dann noch den ersten PS4-Ableger spielen können. Denn PS Now ist ja, wie gesagt, auch die Remastered-Version vom dritten Teil mit drin. Haben wir dann ja sogar einen PS4-Remaster-Teil eines PS3-Titels. Also doppelt besser als das hier. Also ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass das... Es werden jetzt nochmal alle Gegnerarten vorgeworfen, denen wir im Spiel so begegnet sind. Also sind wir wahrscheinlich wirklich auf dem Final geraten. Das. Hallo? Ich dachte, lass das. Lenk du noch mal eine ab. Kann ich den Drecksvogel hier erledigen. Die weghauen. Das spawnt noch mal eine neu. Das heißt, wir rufen noch mal eins. Und wir uns nur auf eine konzentrieren müssen. Ist ja gut, meine Liebe. Weg. Da war es nur noch einer. Ah, es ist noch eine Respawn, okay. Mann. Genervt. Ciao. Wenn jetzt nicht noch eine Respawn, dann war es nur noch eine. Dahinter sehe ich doch was. Die Truhe brauche ich nicht mehr. Ich habe schon alles. Aber danke für das bisschen Magie. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie viel wir jetzt eigentlich schon hatten. Wie viel wir brauchten, meinte ich. 12.750. Okay. Auch eine Verbesserung zum ersten Teil, wenn man in dieselbe Richtung schiebt, in die man auch guckt, ist man deutlich schneller. Das hätte mir bei einem oder anderen Rätsel im ersten Teil auch sehr geholfen. Das muss man diesem Teil auch zugute halten. Diese richtig frustrierenden Rätsel, die mir im ersten Teil komplett rausgehauen haben. Diese Zeit-Challenges, die einfach irgendwie, die ich dann am Ende durch Glück geschafft habe und immer noch nicht weiß, was ich da jetzt anders gemacht habe als bei den anderen Versuchen, die haben sie gar nicht drin. Einerseits natürlich für die Fans kann man sagen, da fehlt was. Andererseits kann man auch sagen, es fehlt halt was, was nicht so positiv war, meiner Meinung nach. Aber ich muss mich auch ein bisschen sagen, am Anfang kam mir dieses Spiel deutlich schwerer vor als God of War 1, weil ich in God of War 1 halt in Kämpfen sehr selten gestorben bin und am Anfang hier sehr oft am Tod genagt habe. Jetzt gegen Ende kommt mir dieses Spiel halt aber doch deutlich leichter vor als der erste Teil. Also es kommt mir so vor, als wenn der Schwierigkeitsgrad von Anfang bis Ende nicht angezogen hat, aber wir einfach immer stärker wurden. Und deswegen jetzt mittlerweile einfach total overpowered sind. Und
da man hier auch nicht wirklich viel erkunden musste, um alles zu finden. War ich dann auch sehr verwundert, dass wir dann trotzdem schon so früh alles gefunden hatten. Weil, wie gesagt, versteckt war das wenigste wirklich gut. Weil es eben halt auch wahrscheinlich technisch bedingt nicht anders möglich war. Und trotzdem hatten wir so früh alles gefunden, obwohl man eben wesentlich weniger suchen musste als in anderen Teilen. Also, da fehlt so ein bisschen, wie gesagt, die Belohnung für Entdecker. Irgendwann habe ich mich ja damit abgefunden, dass das Spiel der unsichtbaren Wände ist und dementsprechend habe ich halt nicht mehr so viel gesucht. Aber am Anfang war es ein bisschen frustrierend. Die Tore zur Domäne des Todes. Ein Ort, den weder Mensch noch Gott je zu betreten wagte. Schon lange vor den Olympiern verehrt, herrschte Thanatos, der Totengott, in diesem Reich. Alles klar. Thanatos, wir sind gleich bei dir. Okay, mal wieder Rüstung. Das heißt, wir brauchen endlich mal wieder zwangsweise unsere Feuerkraft. Gut, dass wir die mittlerweile schon auf einem sehr hohen Level haben. So, nehmen wir das. Das ist ja auch schon schön hochgelevelt. Und ciao. Das ist ein Move, den ich noch nicht kenne. Aber ich glaube, das tat ein bisschen weh. Dass du nichts rumgekloppt hast. Hast du fein gemacht. Okay, machen wir den Move nochmal. Und ciao. Wie gesagt, es kommt mir so vor, als würde man jetzt nochmal alle Gegner, die wir im Spiel so begegnet sind, alle Gegnerarten hintereinander spammen. Das Einzige, was noch nicht kam, sind diese Typen hier mit Schilden. Ansonsten sind halt alle möglichen Gegnerarten, die mir so einfallen, jetzt hier aufgetaucht. Und das wirkt schon sehr nach Finale, vor allem weil Thanatos ja auch der letzte ist, der noch übrig ist, der in diesem Spiel bislang vorgestellt wurde. Und wenn es noch einen richtigen Antagonisten geben sollte, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit unserem Bruder noch kämpfen müssen. Aber das vermutlich erst zum Finale hin. Läuft halt immer so ab. Der Bruder wurde, als wir noch Kinder waren, entführt von Bösen. Wurde seitdem nie mehr gesehen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt oder nicht. Dann ist er meistens böse. Und deswegen denke ich mal, sobald wir bei Thanatos angekommen sind und wenn das hier wirklich schon das Reich von Thanatos sein sollte, könnte das hier schon die finale Tür sein. Was soll denn vergeben werden? Wie sollen wir uns selbst befreien? Sind wir gefangen? Jetzt schon. Oh, das sieht fast aus wie die finalen Stufen. Du magst die Entweihung meines Tempels. Jep. Ich habe auch deine Tochter getötet. Habe ich dir immer noch nicht gesagt. Aber hast du vielleicht mittlerweile mitgekriegt, dass die sich nicht mehr meldet. Liegt nicht daran, dass die einen schlechten Empfang hat. Jo, lesen wir mal kurz. Die Domäne des Todes liegt außerhalb des Reichs des Olymps und ist der Sterblichen. Es existierte lange vor der Herrschaft der Titanen und Olympia und wird noch immer bei Menschen und Göttern gleichermaßen stark gefürchtet. Wenige hatten den Mut, sie zu betreten. Niemand hat sie Leben verlassen. Das, denke ich, wird bei uns anders sein, denn es gibt ein God of War 2 und dieses Spiel spielt zwischen God of War 1 und God of War 2. Dementsprechend werden wir es wohl überleben. Tempel des Thanatos. Ich brauche die beiden nicht, aber ich will die auch nicht einfach hier liegen lassen. Was soll ich tun? Gut, ich habe was zum Schieben und ich habe eine geheime Truhe, die wir nicht mehr brauchen. Da sollten genug Erfahrungspunkte drin sein für die... Nein, 12.500. Leider nicht. Es fehlen irgendwie 80. Ein Gegner. Oder ein paar Vasen. Warte kurz.
Kamera sagt ganz offensichtlich in die Richtung. Ah, Spiel der unsichtbaren Wände. Okay. Ich habe nichts gesagt. Warte doch nicht kurz. Da vorne ist die Truhe, die uns unser Upgrade für die Spartanerwaffen geben wird. Vielen Dank. Aber wir brauchen sowieso 12.750 und 12.500. Waffe Spartas Stufe 4 und damit ist es auch maximiert. Und ja, Boreas Horn, Auge von Atlantis. Ist egal, was braucht weniger. Auge von Atlantis 4.500. Das reicht nicht. Doch, es reicht. Ich komme. Wartet nicht auf mich. Ich komme. Ja, mein Gott. Dann macht das halt. Schau. Ich muss wahrscheinlich da vorne drauf springen. Das sagt uns auch die Kamera. Aber die Erfahrungstruhe nehmen wir trotzdem mit. Wir möchten hier so viel leveln wie nur möglich, obwohl wir es alles niemals nutzen werden. Und go, und go, und go, go. Und darüber. Einmal rundherum. Ah, hast du Spaß? Na, ist unser Bruder dann doch tot? Glaube ich nicht. Mach auf. Oh. Okay, ich glaube, der Speicherpunkt könnte wichtig werden. So, bei 17 Minuten. Ich muss noch mal gucken. Hier lang. Noch kann es uns nicht erreichen. Oben. Ich sagte nach oben. Okay, okay, okay. Ich weiß nur nicht, wo ich hin soll, wenn ich da drüben erstmal gelandet bin. Bin ich hier noch sicher? Bin ich, okay. Schneller, schneller, schneller. Hier muss ich rein. Okay, die Gitterstäbe da hinten. Muss ich die noch öffnen irgendwie oder bin ich hier schon richtig? Ich könnte hier schon richtig sein. Was soll ich tun? Muss ich schnell sein? Vielleicht muss ich schnell sein. Fühlt sich an wie so eine Stelle, wo die Wände wieder näher kommen oder so. Ah, ich kann die Dinger hier kaputt machen. Vielleicht soll ich das dann doch zuerst machen. Bevor hier irgendwas Schlimmes passiert. Also hört mal auf, mich zu nerven. Ich muss hier Zahnräder kaputt machen. Aha, damit hört er auf. Ja, haben wir dann einen schönen Mechanismus kaputt gemacht, der Herr der Toten. Geist in der Maschine. So, vielleicht könnte ich da hinten die Tür noch kaputt machen, aber was soll's, wir brauchen eh nicht mehr so viel. Wie viel waren das? 4.500? Ja. Schubidubidu, es ist so leise. Das kennt man aus dem Spiel gar nicht. Entweder epische Mucke oder irgendwelche Maschinen, die mega Lärm machen. Aber so leise ist das Spiel sonst nie. Okay, die geht
Speicherstäbe sind offen, aber Erfahrungstruhen gibt es hier trotzdem noch. Und das reicht natürlich, um unser erstes Upgrade auf das Auge zu packen. Atlantis trifft zusätzliche Gegner, verlängerte Dauer, erhöhter Schaden. Schön, als nächstes bräuchten wir 11.500. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die noch zusammenbekommen. Es wirkt alles sehr final hier. Hier gibt es nur Leben oder Magie. Okay. Aber nicht beides. Dementsprechend wahrscheinlich noch kein Finalboss hier. Okay, das war Reaktion. Da gibt's nochmal beides. Wirkt fast so wie die Kreta-Insel, auf der wir lang gelaufen sind, von der Optik her. Nur, dass damals da alles in Feuer stand, in Flammen stand. Aber ansonsten wirkt es optisch genauso. Von dem Aufbau der Gebäude und so. Ist ja gut, Jungs oder Mädels. Ich sagte, es ist gut, Jungs oder Mädels. Nein, ich will hier hinten gerade greifen. Ach, fick dich. Ich will die da hinten gerade. Immer wenn ich einen von denen greifen kann, springt mich einer von den anderen an. Jetzt kann ich die da hinten greifen, jetzt greift der mich wieder. Oh. Alter, darf ich mich auch mal wieder bewegen oder springt er mich jetzt nur noch alle an? Schneller. Na also. Oh. Weg mit der Eulen. Hätten die respawnen? Natürlich respawnen die. Wie spawnst du nicht? Verdammt. Okay, wir haben quasi mehr als die Hälfte des Lebens in diesem Kampf verloren. Wir sind noch mehr als die Hälfte der Gegner da. Das ist nicht gut. Wir haben auch keine Magie mehr. Die haben wir auch schon komplett verschwendet. Das könnte ein Kampf werden, in dem wir endlich mal wieder sterben. Also das endlich mal wieder. Oder zumindest nahe des Todes kommen. Weil diese Griffe echt scheiße sind und uns jedes Mal voll viel Leben kosten. Schneller, schneller, schneller. Damit haben wir jetzt jeden einmal getötet. Deswegen wird auch wahrscheinlich die nochmal respawnen, ja. Aber ich will jetzt erstmal den Großen loswerden. Und das klappt. Dann sind wir nämlich endlich in Führung. Nein! Sind wir nicht, weil ich mich verdrückt habe, ich Vollidiot. So, jetzt aber. So dumm. Ich habe ihn noch nie verdrückt, aber jetzt ist mein Leben mal knapp jetzt. Da verkacke ich hier die Quicktime-Events plötzlich. Wieso? Alter. Ich habe in diesem Spiel jetzt so um die 50 Quicktime-Events gemacht. Kein einziges verkackt. Jetzt verkacke ich 6 Mal in Folge. Ich glaube, wir haben bei der Eulen da. Aber irgendwie haben wir damals noch verkackt, weil man da sehr, sehr schnell sein musste. Und kaum Reaktionszeit hatte. Leben wird knapp, aber wir gehen weiter in Führung. Da war es nur noch eine. Seid ihr respawn zweimal. Tut ihr aber nicht. Herzlos. Puh. Warum ist sie noch zu? Kommen wir hier später nochmal hin?
Das sind Erfahrungspunkte. Da darf nicht zu sein. Da sind nur Erfahrungstruhen. Mehr sind da nicht. Aber gut, dass wir die uns eben aufgespart haben, denn jetzt können wir die dringend gebrauchen. Wahrscheinlich kommen da hinten gleich die nächsten. Weil die ja eigentlich vor dem Kampf gedacht waren. Weil ohne die hätte man den Kampf auf jeden Fall nicht geschafft, wenn man hier nicht full live reingegangen wäre. Ich will die Erfahrungstruhen haben. Risse drin. Normalerweise kann ich alles, was Risse drin hat, kaputt machen, aber hier irgendwie nicht. Hi. Ja, hier kommen gleich die nächsten Truhen. Speicherpunkt ist auch mit diesem Part wieder Schluss. Es könnte sein, dass der nächste Speicherpunkt schon vorm Finale ist. Lass mich raten, der ist für die Gitterstäbe da hinten, für die Erfahrungstruhen. Jo. Muss ich es auf Zeit machen? Dann holen wir uns das natürlich noch. Ist doch logisch. Da gibt es so viele Erfahrungspunkte aus den Truhen mittlerweile, dass sich das durchaus lohnt, dafür nochmal so einen riesen Weg aus sich zu nehmen. Öffnen. Öffnen. Gab jeweils 2000 Punkte. Wenn wir noch zwei von den Truhen finden, dann können wir sogar noch die vorletzte Magie aufs Maximum leveln. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir es noch ganz schaffen, alle Sachen hoch zu leveln. Aber wir haben eh alles, was wir nutzen, hochgelevelt, also der Rest ist jetzt wirklich nur just for fun. Bisschen Leben hole ich mir noch zurück, was uns fehlt. Ich hoffe, das war kein Fehler, dass jetzt gleich ein riesig fetter Kampf kommt und ich die Truhe noch brauche. Oh. Sieht schon wieder aus wie eine Art Finaltreppe, vor allem weil die Tür hinter uns zugegangen ist. Waffenspart, das Schild schützt sie vor verschiedenen Gefahren. Das hatten wir schon mal. Die Schwierigkeit hier. Und den schaffe ich es definitiv nicht mehr. Oder? Schneller, 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 schnell, 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 schnell. Kann man in der Zeit auch nicht schaffen, deswegen ist gedacht, hier dieses Tor zu machen, so. Dann klappt das auch alles. Ich weiß nicht, ob die Statue mit dem Mund da hinten so vorteilhaft ist. Noch das da links holen. Auch wenn ich es, wie gesagt, gar nicht mehr brauche. Einfach just for fun.
damit die Party noch überlänger bekommt. Nur dafür machen wir es. Nur für eine Truhe, wo wir eh schon alles raus haben. Und öffne dich. Hey, hat sich voll gelohnt. Und noch zweimal, dann können wir weiter. Gott, muss das spannend sein, mir dabei zuzugucken, wie ich das Ding hier drehe. Und ab und zu immer wieder Feuer abwehre, Zahnräder kaputt mache und wieder von vorn. Okay, dafür jetzt aber wirklich das nächste Mal. Rum da. Wunderbar. Nein! Nicht dein Ernst. Ich habe zu früh losgelassen. Der war doch schon drüber. Okay, tut mir leid, ich habe euch angelogen. Es war nicht das letzte Mal. Ja, angelogen würde ich es jetzt auch nicht nennen. Ich bin jetzt selber davon ausgegangen, dass das letzte Mal war. Ich habe halt geguckt, wann die oberste Kante mit der obersten Kante von der Ecke da oben übereinstimmt. Und wir waren drüber. Ich habe nämlich jetzt losgelassen. Aber gut, machen wir halt bis hierhin. Moment. Jetzt sag mir, das ist jetzt verbuggt. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss wieder darum. Och nein. Und da rechts war nur eine Erfahrungsdrohne, die Erfahrung... Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich werde es noch dreimal machen müssen. Der rastet jetzt nur so rum wieder ein, scheinbar. Ich werde es noch einmal machen müssen. Denn rechts war auch nicht der richtige Weg, denn wir müssen tatsächlich da geradeaus weiter. Rechts war auch nur Bonus. Das heißt, rein theoretisch kann ich jetzt loslassen und der müsste einrasten. Jetzt hoffentlich wirklich das letzte Mal. Und wir müssen dann wirklich da geradeaus weiter. Deswegen geht das Tor auch immer wieder auf. Weil wir da tatsächlich durch müssen. Und deswegen hat es eben auch beim ersten Mal nicht eingerastet. Alles klar, ich brauche eine Lebenstruhe. Weil ich mich am Anfang richtig dämlich angestellt habe. Erfahrung! Oh, wir sind wieder hier. Oder ist es wieder nur ein Raum, der einfach nur genauso aussieht wie ein anderer Raum? Weil hier waren wir, also wir waren schon mal an einer Stelle, die genauso aussah. Wo könnte das da oben das Finale sein? Könnte es das Finale sein? Wir werden es im nächsten Part erfahren. Wenn es das Finale wäre, dann ist das sehr praktisch. Und wir können auf jeden Fall das hier noch auf die maximale Stufe jetzt leveln. Erhöhter Schaden, verlängerte Dauer, besonders gut, bla bla bla. Maximalstufe, damit fehlt nur Boreas Horn. Aber das werden wir wieder definitiv nicht mehr kriegen. Also ich weiß es nicht, aber ich gehe sehr stark davon aus. Dann sage ich, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir vielleicht im finalen Part sind. Bis dann und auf Wiedersehen.